Strenge Sicherheitsvorkehrungen am Donnerstag rund um das Gericht bei dem bislang größten Prozess gegen die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Dann der Urteilsspruch. Das Hohe Gericht hat 14 Demonstranten der Proteste von 2019 für schuldig befunden und 2 freigesprochen. Die Anklage lautete auf Verschwörung zum Sturz der Regierung. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Den Verurteilten drohen Freiheitsstrafen zwischen 3 Jahren und lebenslänglich. Diplomaten aus den USA, Großbritannien und Europa wohnten dem Prozess bei. Die USA und europäische Länder kritisierten das Verfahren als politisch motiviert. Nach den Massenprotesten hatte China ein Gesetz zur nationalen Sicherheit erlassen, das als massiver Eingriff in die Autonomie der ehemaligen britischen Kronkolonie gilt, die bei der Rückgabe Hongkongs an die Volksrepublik 1997 garantiert worden war.